Ich komme zur Nachrichtenlage. Zunächst mal Außenpolitik. Das nordkoreanische Staatsoberhaupt hat ja angekündigt, Russland unterstützen zu wollen. Hat Zelensky sich jetzt befleißigt gefühlt, jetzt muss die NATO eingreifen. Dieser Mann hat überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr. Uns geht dieser Krieg nichts an. Täglich sterben junge Menschen. Und was glaubt dieser Schauspieler, was der glaubt, wenn die NATO eingreift, was dann ist? Das wollen wir nicht. Ne? Und klare Ansage, die Herrschenden schicken ihren Kindern in den Krieg. Ihre eigenen werden meist geschützt. Aber kommen wir zur Inlandspolitik. Diese Trümmerpolitik der Ampel, wir sehen SPD, der sogenannte Jobturbo, ist absolut, es ist nichts geworden. Es ist nichts geworden. Die Zahlen sind verheerend, 50 Milliarden Euro im Jahr. Und es wird enthüllt, der Jobturbo nach kurzer Zeit ist über die Hälfte wieder von der Stütze abhängig. Und davon, und nicht, dass hier TikTok meint, uns wieder das löchern zu müssen, davon liegt der Anteil bei knapp 54% bei Ausländern. Knapp 54% bei Ausländern. Es wird alles mit unseren Steuergeldern bezahlt. Die Pflegekassen sind leer. Die Krankenversicherungen wissen nicht mehr, wie es bezahlt werden kann. Die Infrastruktur ist marode und, und. Das wisst ihr alles. Und deshalb eine klare Ansage. Diese Parteien kannst du nicht mehr wählen. Und ich komme noch zu einem Schockmoment, das zeige ich euch zum Schluss. Frau Baerbock, die Außenministerin, sie fördert, obwohl es Scholz seinerzeit abgelehnt hat, die Seenotrettung. Und zwar mit einem Haushaltstrick macht sie also Folgendes: Sie zahlt den Seenotaktivisten, zahlt sie Millionen. Das heißt also, wir haben eine Regierung, die sagt, wir müssen im großen Stil abschieben. Gleichzeitig haben wir eine Regierung, die von sich aus wieder eine Fibel herausgebracht hat, wie man Abschiebungen verhindern kann. Es ist wirklich, es ist ein Gräuel sondersgleichen. Aber jetzt komme ich zu dem Schock. Ihr werdet euch fragen, wer kann denn das alles bezahlen? Und da kommt BlackRock-Mann Friedrich Merz ins Spiel. Und er hat eine Bemerkung gemacht bei dem Parteitag der CSU in Augsburg, die ist vielen noch gar nicht aufgefallen, aber uns. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Auf den deutschen Konten, Sparkonten und laufenden Girokonten liegen 2,8 Billionen Euro. Stellen Sie sich mal einen kurzen Augenblick vor, wir wären in der Lage, davon nur 10% zu mobilisieren mit einem vernünftigen Zinssatz für die öffentliche Infrastruktur in Deutschland, für den Ausbau dessen, was wir in der Bildung, im öffentlichen Sektor, in der gesamten Infrastruktur unseres Landes brauchen. Es fehlt uns nicht an Kapital. Es fehlt uns an den vernünftigen Instrumenten, dieses Kapital so zu mobilisieren, dass es einem gemeinsamen Zweck unseres Landes zugutekommt. Es fehlt uns nicht an Kapital. Es fehlt uns an Instrumenten, dieses Kapital zu mobilisieren. Jetzt müssen wir dazu Folgendes sagen: Wir haben die höchsten Steueraufkommen, die es jemals gab. Für was werden die eigentlich verwendet? Ich sag's euch: 50 Milliarden jährlich für die Migration, 33,2 Milliarden für die Entwicklungshilfe und 45 Milliarden nach der Berechnung, nach überschlägigen Berechnungen Bund deutscher Steuerzahler, Steuerverschwendung. Und da kommt dieser BlackRock-Mann. Da muss man doch mal, alle Alarmglocken müssen doch angehen. Und sagen, Moment mal, die Mobilisierung, es fehlen die Instrumente zur Mobilisierung. Da müssen wir uns nichts vormachen. Die CDU, CSU geht entweder mit der SPD zusammen oder mit den Grünen. Und dann ist die sogenannte Mobilisierung unseres Kapitals gegeben. Passt auf euer Geld auf. Schön, dass ihr dabei seid. Danke für die vielen Abos. Und wir machen weiter. Tschüss, sagt das Team von Hallo Meinung.